Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XRP Bros. Neuer Tag, neue News, XRP News, wie soll es denn auch anders sein? XRP News, täglich gibt es XRP News und täglich gibt es ein Video. Wenn wir News haben, ballern wir natürlich News raus und irgendwie täglich gibt es neue Vorfälle rund um XRP, Whipple und sonstiges. In der Kryptowelt passiert ja einiges und die Kryptowelt bleibt auf jeden Fall nicht stehen. Deswegen, Leute, um diesen Kanal zu unterstützen und immer auf Laufenden zu sein, würde ich mal sagen, abonniert ihr diesen Channel, drückt vorab auf Gefällt mir und dann würde ich einfach mal sagen, Luis, rein in die Olga. So, Luis, vorab wollte ich dich auf jeden Fall fragen erstmal. Wusstest du, dass 98% unserer Zuschauer und Zuhörer männlich sind? Nee. Warum schauen uns nur Männer zu? Was ist das für eine Würstchenfeier hier? Das ist richtig so Würstchenparty. Ey Leute, ja, schön, dass ihr alle da seid, aber das ist einfach nur eine Schnurrbartparty. Aber ja, egal, ey, ihr seid alle herzlich willkommen. Da gibt's doch gar nicht. Die Frauenquote mal ein bisschen hoch pushen hier. Ne? Ja, aber ey, ihr könnt uns gerne weiterempfehlen, aber ey, ich gucke jedes Mal nach, ne? Und es waren mal 1-2% mehr, aber die Männer werden immer dominanter und ja, in den Kommentaren auch. Da ist meistens eine Frau, die kommentiert, ne? Früher war noch eine, die ist irgendwie verschwunden, aber eine Frau und Wakawumdi, die ist am Start. Ganz liebe Grüße auf jeden Fall. Das ist eine Autorin, ne? Nur sie ist am Start und der Rest, ey, wo seid ihr alle, ne? Boah, ich frage mich echt, egal. Auf jeden Fall, die SEC weigert sich, Hinman-E-Mails an Whipple abzugeben. Also Leute, was sollen wir dazu sagen? Die SEC weigert sich wieder mal, die E-Mails rauszurücken. Und in den letzten Videos haben wir alle mitbekommen und wir wissen alle, dass gerichtlich angeordnet wurde, dass die E-Mails jetzt endlich mal rausgerückt werden sollen, würden, hätten, schon längst sein sollen. Und ja, die SEC sagt jetzt, nö, machen wir nicht, ne, wir weigern uns. Und es geht immer, 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 immer weiter. Wir wissen alle, dass die SEC anscheinend alles darf. Keine Ahnung, warum die SEC so viel darf, aber es ist gerichtlich angeordnet, dass die E-Mails rausgerückt werden sollen und die sagen, nö, machen wir nicht. Es ist jetzt schon das fünfte Mal, ne? Und irgendwann wird es halt, ja, wie oft haben wir es jetzt schon gesagt, lächerlich, aber ja. Ja, aber das ist halt einfach unglaublich, das kann man keinem erzählen, weißt du? Das ist ja so offensichtlich und dass die so offensichtlich quasi damit spielen und, sag mal, jeden so verarschen, das kann ja nicht sein. Also ich bin mal gespannt, was die Richterin macht. Also sie war ja letztens, also war ich sehr begeistert von ihr, von der Torres. Das Ding ist ja, Louis, stell dir mal vor, du musst deinen Führerschein abgeben. Und da kommt ein Brief und Mahnung und was weiß ich alles, ne? Und da heißt es jetzt aber abgegeben, jetzt musst du abgeben und du sagst, ne, mach ich nicht. Nö, ich geb den Führerschein nicht ab. Das Problem ist, wir sind nicht in der Position, das dann durchzuziehen, ne? Die SEC leider wohl und das finde ich ziemlich traurig. Das ist, wie gesagt, kein Rechtsstaat. Also es sollte ein Rechtsstaat nicht sein. Und das ist auf jeden Fall komplett skandalös, würde ich mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem Amerika zeigt immer mit dem Finger auf den, auf den, auf den. Und guck mal, was bei denen abgeht, ne? Mhm. Da sind die auf einmal blind. Das sehen die auf jeden Fall nicht, was da abgeht in diesem Clownsverein. Dann wollen wir auch nicht lange rumzögern. Wir machen einfach mal die nächste News. Ja, da haben wir die nächste Knüller-Nachricht von der SEC. Und zwar, SEC bittet Richter, 67.000 XRP-Inhaber aus dem Gerichtsverfahren zu entfernen und Ripple-Unterstützer und Anwalt von der Teilnahme auszuschließen. Ne, genau, also sie wollen einfach nicht mehr, dass Johnny Deaton jetzt auch am Start ist. Und wie gesagt, versuchen mit allen Mitteln jetzt sich irgendwie aus der Schlinge zu ziehen. Und das wird hoffentlich nicht funktionieren. Und da bin ich echt gespannt, wie gesagt, wie die Richterin jetzt da reagieren wird und wie der nächste Schritt ist. Wir haben auf jeden Fall einen sehr, sehr geilen Antwort, sag ich mal, auf Twitter von Brett Garlinghaus. Gucken wir uns gleich auf jeden Fall mal an. Ja, auf jeden Fall sind da 67.000 XRP-Inhaber, die sozusagen jetzt gerade vor Gericht sind gegen die SEC. Und der Johnny Deaton vertritt die ja alle. Und die SEC sagt, nö, wir wollen das jetzt nicht mehr, ne? Ich frage mich die ganze Zeit, das ist auch so eine Sache, da war auch letzten Winter. Ne? Letzten Winter wurde es stattgegeben, dass die dabei sind. Und jetzt heißt es, nö, wir wollen euch doch nicht dabei haben. Und ja, der Anwalt, ja, dem passt uns auch die Nase nicht und.
Ach, einfach nur, ich habe es gerade schon gesagt, es ist echt ein Close-Verein. Ne? Ja, und wir sollten uns langsam mal Gedanken machen, wie wir die SEC nennen. Wir brauchen jetzt langsam mal einen Spitznamen für die SEC. Ne? Ja. Wir können nicht jedes Mal SEC sagen und der andere sagt SEC oder hast nicht gesehen. Wir brauchen jetzt einfach nur einen Namen für die SEC. Was sagt ihr dazu? Habt ihr vielleicht einen Codenamen? Clownsverein finde ich eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber, also finde ich schon ganz passend. Ne, so Katastrophe, ja. Auf jeden Fall, Spitznamen könnt ihr in die Kommentare schreiben und wir schauen uns das an und vielleicht übernehmen wir ja den einen oder anderen Kommentar von euch. Was sagt denn der Brett dazu? Was hat der Brett dazu gesagt? Gucken wir es mal an. Ja, und zwar hat der Brett Garninghaus getwittert: eindringliche Worte von Kommissar Pham. Regulatorische Klarheit entsteht dadurch, dass man offen ist und nicht im Dunkeln. Leider scheint die SEC mehr als zufrieden zu sein, im Letzteren zu operieren. Also finde ich richtig geil von Brad. Also der ist ja eigentlich ziemlich zurückhaltend mit solchen Sachen, eher gesagt mit solchen Aussagen. Und feiere ich, dass der jetzt auch mal richtig auf den Tisch haut und jetzt will ich so, ist er schon ein richtiger Pöbler, sag ich mal, zur SEC rüber. Feiere ich auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall sagt, wie es ist. Hier nochmal erwähnen, dass die SEC quasi einfach nur komplett korrupt auf der dunklen Seite ist. Ja, der Brett ist ja so einer, der ist ganz halt so ein Gentleman's Club und sowas alles. Der ist ja in Davos, hängt der ein bisschen mit den Reichen ab und ist auf irgendwelche Partys, sehen wir ja immer wieder. Und eigentlich pögelt er niemals und denen ist alles so egal eigentlich, was da abgeht. Ne? Er dachte, oh, okay, die Klage läuft und ich gehe mal ein bisschen Fernsehinterviews geben und gehe ein bisschen nach Asien, ein bisschen nach Afrika, ein bisschen dahin und hierhin. Und jetzt auf einmal, der wird langsam wütend, ne? Und immer mehr Tweets von ihm kommen jetzt immer mehr ins Tageslicht, wo der ausrastet. Ne? Er rastet, er glüht förmlich vor Wut. Es gibt eine Sache, die ich persönlich noch nicht wirklich so ganz verstehe, was mich so ein bisschen zu den Gedanken bringt, vielleicht, dass die Klage vielleicht doch halt einfach so gewollt ist jetzt gerade, ne? Weil wenn ihr euch das vorstellt, Brett Garninghaus, wie du gesagt hast, in Davos mit den ganz großen Leuten sitzt, ne? Die quasi das entscheiden, was morgen los ist und die ganzen allen Ripple-Berater unter anderem jetzt auch in der Regierung sitzen, dass jetzt quasi dann jetzt die SEC immer noch so Faxen schiebt, ne? Das kann ich mir einfach nicht irgendwie anders erklären. Ne, dass das einfach irgendwie gewollt ist und irgendwie, als wenn man die Leute halt raushalten will und das alles in der Länge ziehen will und da jetzt die regulatorische Klarheit haben will. Es ist halt alles irgendwie ein schwieriges Thema. Ne? Natürlich passt das irgendwie alles mit Ethereum und sowas nicht. Das ist halt alles, ja, schwierig auf jeden Fall. Würde mich mal eure Meinung zu interessieren, wie, was ihr denkt, so wie das alles so zusammen, die Zusammenhänge, sag ich mal, sein könnten. Ne? Ich habe mir noch sehr viele alte Nachrichten mal wieder durchgelesen vom letzten Jahr und wollte einfach mal auf dem Stand sein, weil ich habe ein, zwei Artikel gesucht vom Frühjahr und dann bin ich auf einige Sachen gestoßen, worüber ich auch lange nachgedacht habe. Zum Beispiel, viele wissen es von euch auch, Ripple hat ja XRPs selber zurückgekauft. Ne? Die haben ja ihre eigene XRPs letzten Winter zurückgekauft. Warum macht man sowas? Warum kauft man? Die werden halt benötigt, ne? Kauft man XRPs zurück und XRP sollen auf jeden Fall in Ripple-Besitz sein? Und das sind Sachen, ne? Da überlege ich echt, die haben irgendwas vor. Die brauchen ja, die natürlich. XRPs. Die kaufen die doch nicht umsonst zurück. Ja klar, die Liquidität wird halt benötigt. Was ich jetzt einfach nochmal krass finde, sind die ganzen Transaktionen in der letzten Zeit, das Volumen, was jetzt geherrscht hat, wie wir in den letzten Videos schon gesagt haben. Es ist auf jeden Fall Testphasen. Also ich kann es mir nicht anders erklären, dass das wirklich gerade einfach von den Börsen und von also On-Demand-Liquidity schon quasi getestet wird. Ne? Das ist halt ja schon krass. Ich bin echt gespannt, ne, wie das dann passieren wird, wenn es wirklich losgeht. Laut Berichten, sag ich mal, bei dem Volumen auf längere Zeit sollte der Preis oder hätte der Preis bei 14 Dollar sein sollen. Ne? Also ja. Bin ich echt gespannt. Auf jeden Fall. Also da haben ja einige Leute das ausgerechnet und bei dem Volumen müsste der Preis bei 14 Dollar sein. Und wo sind wir? Bei, keine Ahnung, 30 Cent. Ja, das war ja nur ganz kurz. Ich denke mal, wie gesagt, eine Testphase. Damit irgendwas läuft da. Auf jeden Fall, damit das nicht läuft da. Damit jetzt keine FOMO herrscht und das jetzt nicht durch die Decke schießt. Ne? Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass es halt extra klein gehalten wird, damit halt das irgendwann alle losgeht. Weil, wie du sagst, ne, XRPs werden zurückgekauft, Liquidität wird benötigt. Ne? Dass die jetzt nicht dann, sag ich mal, komplett die ganzen Testphasen, dass das so offensichtlich für jeden ist, dass da jetzt jeder Hans und Franz schon reingeht. Ne? Mit der Klage können die gut Leute raushalten. Deswegen ist das natürlich eine Theorie, aber sowas macht mich immer so ein bisschen nachdenklich auf jeden Fall. Ob das halt nicht doch stimmen könnte oder auch nicht. Mal gucken.
So, wir haben ja schon öfters erwähnt, dass wir das richtig geil finden würden, wenn jetzt, sag ich mal, alle in der Kryptowelt zusammenhalten würden, gegen die SEC mit, sag ich mal, zusammenkämpfen würden. Wie wir sehen mit Ripple, das hat nicht nur mit Ripple zu tun, das hat auch mit, sag ich mal, dem ganzen Kryptomarkt zu tun, ne? Wenn Ripple gewinnt, wo die SEC nicht noch andere Projekte, sag ich mal, verklagen kann und andere Börsen. Ne? Hier hat Coinbase jetzt zum Beispiel eine Petition eingereicht, in der die SEC aufgefordert wurde, mit den Regelsetzungen für digitale Assets und Wertpapiere zu beginnen, damit halt sowas alles nicht passiert. Und damit quasi die Projekte wissen, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Sache. Und da müssen alle zusammenhalten und dass wir da halt für kämpfen, weil sonst wird die SEC da nicht mit aufhören. Die wird sich die Kohle natürlich immer einstecken und das ist Geld, was, ja, die Leute werden alles zahlen, die Projekte werden zahlen, die werden nicht so kämpfen wie Ripple, die meisten. Und deswegen finde ich sowas richtig, dass halt endlich mal klare Regeln und endlich regulatorische Klarheit herrscht. Das ist, glaube ich, für den ganzen Markt gut und ja. Auf jeden Fall eine geile Sache. Immer mehr Börsen, immer mehr Personen, immer mehr Unternehmen schießen gerade gegen die SEC und das ist echt eine Sache, die regt mich auch auf. Ist auch irgendwann mal gut gewesen und auf jeden Fall zittert SEC jetzt langsam und keine Ahnung, wie lange dieser Verein noch standhalten wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SEC noch lange überleben wird. Ich kann mir vorstellen, dass die SEC einfach bald ersetzt wird mit einem anderen... Die Führung, ne, auf jeden Fall. Also nicht die SEC jetzt direkt, aber die Führungsperson. Ich kann mir auch vorstellen, dass die SEC bald nicht mehr SEC heißt, sondern AGS oder keine Ahnung so heißen wird. Weil, ja, die ändern einfach den Namen wegen, das ist, die haben jetzt einen schlechten Ruf, ne, die SEC nach der Klage mit Ripple. Ja, gut, es wird immer auf... Ja, das wird aufs Gleiche hinausgehen. Bin ich der Meinung, aber die werden einfach den Namen. Das ist einfach marketingmäßig auf jeden Fall eine geilere Sache. Ja, aber ich glaube eher, dass es wird halt immer bei solchen Sachen, gerade bei Regierungssachen, wenn da Probleme sind, werden dafür sitzen ja solche Leute in den Vorständen und sag ich mal da oben, damit die halt ausgetauscht werden können. Das ist genau wie mit Präsidenten und so weiter. Die wir sind dann alle austauschbar und ich glaube nicht, dass jetzt, weil die SEC an Regierung ist, ist ja keine Firma. Eine Firma wäre was anderes, wenn du dann jetzt quasi noch irgendwie was verkaufen müsstest oder so, dann würde das natürlich nicht laufen mit dem Ruf, aber so Personen sind austauschbar und sagst du halt, die haben Scheiße gebaut, die waren komplett korrupt und schmeißt die komplett raus. Ne? Ja. Und das wird auf jeden Fall passieren. Also die werden alle ihren Job verlieren und das wissen die alle schon. Deswegen versuchen die ja jetzt die ganzen Sachen, das jetzt wieder quasi, um jetzt quasi die ganzen Kläger mit den Johnny Dean auszuschließen. Ne? Und das ist ja die letzten Hoffnungen, sagen wir, der SEC. Ne? Hier haben wir einen Tweet von Ripple und zwar: Mena nutzt Fintech, um Zahlungsschienen zu rationalisieren und Brancheninnovation zu fördern. Dies kombiniert mit einer schnellen CBDC-Exploration in der Region. Bereitet Mena auf einen großen Sprung nach vorne bei den Zahlungen vor. Wir skizzieren die Adoptionshindernisse, Chancen der Region. Ne, also in Richtung eines digitalen Währungsfuture quasi, ne, im Nahen Osten und Nordafrika. Also ist eine geile Sache, ne, wenn wir jetzt sehen, es wird in den Ländern alles schon mal starten mit CBDCs und sag ich mal getestet. Und da wird Ripple, sag ich mal, erst aktiv sein, ist klar, weil bevor das zu uns kommt, wird das erstmal komplett ausrechtlich in den Ländern, in den Schwellenländern und so weiter getestet. Und deswegen, ja, krasse Sache und sehen wir, dass Ripple auf jeden Fall bei den CBDCs mitreden wird. Ne? Das glaube ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und guck mal, Nahosten, Nordafrika, gestern haben wir Mongolei gehört und. Das sind alles Länder. Wir zeigen immer mit dem Finger dahin und sagen dritte Welt und Länder, sag ich mal, die nicht so hoch sind wie Deutschland, aber technologiemäßig sind die bald auf jeden Fall uns weit hinaus. Also langsam mache ich mir echt Sorgen. Ja, weil ich war ja auch in Nordafrika jetzt und wenn du dir, sag ich mal, das Internet da anschaust, ne, richtig gutes Internet hatte ich da, obwohl man sagt, ja, ist Afrika und sowas alles, also langsam mache ich mir echt Sorgen. Ja, ändert sich auf jeden Fall. Ich glaube, die Zeit hat sich sowieso geändert, ne? Also dass jetzt viel, ne, wenn man sich jetzt die BRICS-Staaten alle anguckt, ne, ich glaube, dass die auf jeden Fall einen guten Ausschwung jetzt kriegen mittlerweile. Das, ja, bin ich gespannt. Das ist ein ganz anderes Thema und darüber werden wir die nächsten Tage bestimmt mal reden, wenn euch das interessiert. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was sagt ihr jetzt zu der SEC-Sache? Sollen wir die weiter SEC nennen oder habt ihr einen Kosename oder einen Spitzname für die SEC? Da würde uns auf jeden Fall interessieren, Leute. Abonnieren nicht vergessen, gefällt mir drücken. Uns würde mega freuen, wenn ihr die Glocke aktivieren würdet. Werd auch du ein Teil unserer Instagram-Seite XAP Deutschland und vor allem unsere Telegram-Gruppe XAP Deutschland. Ihr seid alle herzlich willkommen. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Haut rein.